Wie sieht's denn aus bei ihm? Der hat Kohle, der hat Iron, der hat Loks, alles gut. Und wir produzieren hier hinten auch fleißig. Das gefällt mir sehr gut. Und den hier hätten wir vielleicht auch ein bisschen südlich setzen können. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte ihn direkt hier am Weg haben, damit das direkt hingebracht wird. Ich wollte das nicht möglichst Effizienz haben, sondern einfach nur, dass da noch ein bisschen Holz nachkommt, immer von der anderen Seite. Das war so eigentlich der Gedanke dabei. Und jetzt muss ich echt mal gucken, dass ich da oben anfange zu bauen. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch Stein dafür. Muss ich mich vielleicht auch selber ein bisschen geduldig zeigen. Jetzt werde ich ungeduldig gerade, merkst du, ne? Weil ich diese Hühner bauen will. Aber ich will jetzt nicht einfach nur irgendwo hinbauen. Irgendwo. Andererseits, weißt du was? Ich baue die jetzt erstmal hier hin. Wir können die später splitten. Dann kann ich die da wieder wegreißen, wenn wir da oben welche hinbauen. Dann haben wir bis dahin aber schon mal welche. Ich weiß, ich bin Perfektionist und ich will immer alles sofort und richtig haben, aber manchmal geht's eben nicht anders. So, 13 mal 8. Ist leider ein bisschen kleiner als das andere Ding. 10 mal 10. 11 mal 9, 12 mal 9. Ach, schade. Mach ich 12 mal... Mach ich 12 mal 9. Zack. Naja, dann bauen wir das erstmal dahin. Was soll's? Hier ein Builder. Gatherer. Oh, ein Gatherer ist krepiert. Da müssen wir einen nachschieben. Ladam, ladadadam. Aber da mache ich mich jetzt nicht mehr verrückt, deswegen. So, der schneidet und pflanzt und der schneidet und pflanzt. Okay, wollte mal sicher gehen, weil ich manchmal ja umschalte. So, und eigentlich kann ich dann hier auch noch, auch wenn die dann außerhalb der Reichweite sind. So, dann kann ich da hinten das Gebiet nämlich beenden. Also zumindest jetzt vorerst erstmal. Das wird ja nicht immer für immer beendet bleiben. So, naja, das müssen alles noch Steinwege werden natürlich, damit die da schnell rumlaufen können überall. Das wird schon ganz schön, dann können wir da noch ein Feldchen nämlich hinbauen. Das ist der Plan momentan. So, Gatherer füllen wir nachher wieder auf. Jetzt machen wir mal ganz kurz den Builder, weil wir da zwei Häuser haben und so weiter. Und dann haben wir hier auch noch Early Winter, das wird sowieso noch dauern. 9% complete, hier kriegen wir noch ein paar Loks raus. Naja, einen halben vielleicht, das lohnt sich gar nicht. Auf jeden Fall kann man dann da noch ein paar Hühner züchten. Oh, Alter, es dauert so ewig, bis die mal wachsen. Stuckenborstel wird so wunderschön. Jeder möchte dorthin fahren, um es zu sehen. Stuckenborstel, bei Tag und auch bei Nacht, ist es, was mich glücklich und meistens auch recht fröhlich befinden lässt. So, Early Winter. Da heißt, wir können mal wieder ein bisschen an der Uhr drehen. Das können wir in letzter Zeit öfter. Ich muss mich jetzt echt mal ein bisschen geduldiger zeigen. Und ein Laborer haben wir. Den schicken wir jetzt beim Gatherer hin. Beim Gatherer. So, ich hoffe nur, hier wird auch recht schnell hingeklatscht. Loks haben wir 23 von 38. Jo, das sieht gut aus und da wird gebaut. Das heißt, wir können die Hühnchen vielleicht schon im Winter anbauen. Das ist ja die beste Zeit für Hühnchen. Dann können wir da quasi halbe Haaren vom Baum züchten. So, ein Mann baut. Ganz zaghaft baut ein Mann. Stuckenborstler, Bauarbeiter, wir wissen ja selber, wenn es Männer sind, sind die eher zaghaft. 6 von 38. Da muss erstmal wieder eine Frau ran. Da kommt die Frau. Siehst du, sofort geht's los.
Da hinten sägt die Frau und die sägt hier einen zurecht. Man glaubt es gar nicht. Der Mann ist dann doch eher zaghaft gewesen. Und die Frau bringt es auch zu Ende. Die Frau bringt es zu Ende. Natürlich bringt es die Frau zu Ende. Chickens! Jetzt brauchen wir allerdings noch einen Herdsman. So. I hurt myself today to see if I still chicken. The needle and the pain and the cow and the chicken. Keine Ahnung. Oh, was ist das denn? Was? Yaitari? Ich kann den Namen hier gar nicht lesen, weil das so klein ist. The Taylor died during childbirth. Oh, während der Kindsgeburt gestorben ist natürlich auch traurig. Das heißt, wir brauchen einen neuen Taylor. Ach, ist jemand nachgerutscht. Okay. Trotzdem traurig. Late Winter? Ich habe gar nicht mitbekommen, dass überhaupt Winter war. So, haben wir hier denn schon Chicken? Außen passen hier doch viel mehr hin als... Ach, 18. Okay, das ist sehr gut. Ich sehe die Chickens noch gar nicht. Zwei sollen ja da sein. Ich sehe sie nicht. So, wann wird's mal wieder richtig Frühling? Ein Frühling, wie er früher immer war. So, da wohnt ein alter Mann. Oh, hier schon zwei Kinder. Aber wir haben eh nur zwei Häuser gebaut. Da brauche ich gar nicht gucken. So, Early Spring. Wir brauchen 15 Farmer. Ich höre ein Hühnchen, glaube ich. Oh. So, zwei von denen. Die können wir hier noch als Stonecutter einsetzen. Dann haben wir jetzt 5 in der Mine. Habe ich ein Hühnchen gehört? Ich sehe aber keins. Da ist ein... Ist das ein Hühnchen? Ja, ein kleines braunes Hühnchen. Da auch. Ich dachte, die wären weiß. Ich habe auf weiß geachtet. Weiß ich ja auch nicht. Oh, ich habe nur... Es fehlt ein Farmer. Ist wahrscheinlich gerade einer gestorben, oder? Oder habe ich den nicht eingesetzt? Ich weiß es nicht. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hier mache ich mal trotzdem noch Dirt Road. Dirt Road. Und dann könnte man hier theoretisch wieder das nächste Feld machen. Zack. Hätte man dann einen schönen Grüngürtel und dann können wir auch unsere Leute alle richtig ernähren. Ein Feld mehr noch, das ist glaube ich ganz gut. Ich weiß nicht genau, wie viel. Ich glaube, zwei Leute brauchen wir dafür noch. Dann brauchen wir 17 Farmer. Ein Farmer. Und das mit den Tieren, das wird, glaube ich, noch sehr lange dauern, bis wir die soweit parat haben. Naja, wir haben ja ein bisschen Zeit. Wir haben ja Zeit. Auf jeden Fall, glaube ich, es wird ganz adrett aussehen hier. Es wird immer städtischer. Irgendwie habe ich das Gefühl, das nähert sich so ein bisschen Thief an, sozusagen. Der Stadt in Thief. Wenn die Häuser jetzt noch größer werden würden, in die Höhe wachsen oder sowas, das wäre natürlich auch krass. Oder verschiedene Zeitzonen durchleben, wie bei Age of Empires. Das wäre geil. Würde ich sehr feiern. Achso, wir brauchen noch zwei Bilder. Wofür denn? La da 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 da. Ich höre schon auf. So, 70% voll. Nahrung haben wir 7400. Da hatten wir aber auch schon mal mehr Probleme mit Nahrung. Also ich meine... Nee, wir hatten schon mal weniger Probleme mit Nahrung. Ich glaube, die Einwohner wachsen tatsächlich doch nach.
So, natürlich er wieder 20, sie wieder 14 und Schülerin. Und hier er 18 und sie 13 und Schülerin. Es ist einfach wie ein roter Faden, der sich durch die Stuckenborstler-Historie zieht. Hier knacken die Älteren die ganz Jungen. Und hier mit 18 alleine. Sie wohnt wenigstens alleine mit 18 als Schülerin. Kann sich selber eine Bude leisten, hat wahrscheinlich reiche Eltern oder so. Hat ihr gleich so eine Villa geschenkt gekriegt. Naja, aber die wird auch noch ihren Männer finden. Oder ihre Frau, je nachdem. Man weiß ja nie. Und sie ist 25 und auch alleinstehend. Sie ist 25 und auch alleinstehend. Was ist denn los? Ich glaube, wir haben hier lauter schwarze Witwen. Und hier, er 29, knapp 30 und sie ist 16 und Schülerin. Blutjunge Liebe, sag ich mal. So, hier haben wir das Feld noch nicht besetzt. Das mache ich auch noch nicht dieses Jahr. Da warte ich mal noch ein bisschen, bis wir vielleicht noch... Diese Hühnchen hören sich immer an wie Schreie. So, da warte ich noch mal ein bisschen, bis wir vielleicht... Oder ich hole die aus den Minen, ich weiß es nicht. Wie viele Students haben wir? Und gehen die dann wirklich mal da unten hin? 13. Ich müsste da oben noch mal eine Schule bauen, eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, ob die immer von hier oben nach da unten wandern. Das wäre doch irgendwie doof. Finde ich. Ich meine, hier oben wohnen ja auch Students, aber trotzdem haben die ja so einen so weiten Schulweg, weißt du? Weiß ich nicht, ob ich das so gut finden soll. Kann man vielleicht hier noch eine Schule hinmachen oder so? So, immer noch zwei? Immer noch zwei, Mann! Und jetzt? Zwei! Oh, hör auf! Und jetzt? Zwei! Das darf nicht sein. Bin ich ungeduldig. So, dann zeigen wir mal die Graphen. Aha, Kinderpopulation. Brrr, geht wieder hoch, sehr gut. Students geht ein bisschen runter, weil die ja gerade alle auslernen. Dann haben wir wieder ein Laborer. Und hier die Population geht dann doch langsam hoch. Und die Adults jetzt auch wieder. Die sind ja vorher ein bisschen runtergegangen, jetzt gehen sie wieder hoch. Das ist sehr, sehr gut. Ein Laborer. Wohin stecke ich den? Late Spring. Eigentlich könnte ich das hier noch... Das Korn oder Pepper? Korn. Oh. 17 und hier. Dann brauchen wir... Oh, Mann, wieso mache ich das mal zu? Dann brauchen wir jetzt also immer 17. Aber dafür kriegen wir natürlich auch Nahrung ohne Ende gestanzt. Firewood, 326. Den Winter haben wir überlebt. Das heißt, mit Firewood sind wir soweit auch ganz fein raus. Und hier haben wir wie viel Firewood auf Lager? 1200, so viel wie wir eigentlich auch haben wollen. Ist vielleicht ein bisschen viel, aber wenn halt zwei Sachen reinkommen, können wir uns auch zwei Sachen leisten. Oder wenn Samen reinkommen, zwei Sorten, können wir uns die vielleicht auch gerade noch so leisten. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Hab das jetzt alles nicht ausgerechnet. Muss ich aber auch nicht. So, momentan läuft ja alles ganz gut. Da hinten wird fleißig noch... Ich hoffe, das wird noch was mit dem Feld hier, aber wahrscheinlich ja. Ist ja noch Frühling, das müsst ihr alles noch packen. Und jetzt haben wir nur das Problem natürlich, dass wir hier halt eine Ecke, aber... Und dann haben wir hier und da haben wir wieder Felder. Aber ich glaube, das reicht alles noch. Das müsste alles noch gehen. Problematisch wird es nur, wenn wir hier dann wirklich durchziehen, dann fehlt da vielleicht zu viel. Dann machen wir den einfach... Setzen wir nach unten hin. Fertig. Dann bauen, dann ziehen wir den einfach um von dahin nach dahin und dann ist alles gut. Dann ist er wieder ein bisschen effizienter. Vielleicht noch ein bisschen weiter nach unten, damit er hier, hier so ungefähr. Das müsste trotzdem noch gehen. Dann nehmen wir hier unten den Wald, das Waldstück mit. Dann haben wir da oben auch weniger Schnittpunkte, Schnittfläche und so. Das geht alles. Müssen wir uns nur überlegen, wie wir jetzt hier oben weitermachen. Und ich würde gerne wirklich da oben das Fischerdorf etablieren. Und das vielleicht tatsächlich so, dass wir dann sagen, okay, hier bauen wir dann wieder Forst an, ne? Also wieder Wald an, damit wir wieder Holz ernten und so weiter. Damit wir hier überall so ein bisschen Produktion haben. Damit die nicht alles von ewig weit herholen müssen. Problem sehe ich nur tatsächlich mit dem Stein oder so. So, tatsächlich haben wir mit den Tools jetzt unser Limit erreicht. Tool-Limit 50. Weißt du was? Huch. Mache ich Tool-Limit 150. Dann kann er noch ein bisschen arbeiten und wir haben ein bisschen auf Vorrat. Weil je mehr Leute wir haben, desto mehr Tools brauchen wir, desto schneller werden die knapp. Haben wir ja gemerkt neulich. So, wie sieht's denn aus? Early Summer. Jetzt wächst hier gerade was. Ich hoffe, das wird noch was. Müsste aber. Schön, ne? So ein bisschen bunt. Gefällt mir ganz gut.
Und es sieht wirklich aus wie ein kleines Städtchen. Da freue ich mich. Hier müsste man... Ich würde gerne auch noch so Blumen oder einen Park oder sowas irgendwo hinbauen. Nicht nur diese Nutzgebäude, sondern auch mal so ein bisschen Dekogebäude. Einen Fischer würde ich da sehr gerne hinbauen. Lohnt sich aber überhaupt nicht. Eine Gatherer's Hut könnte man hier theoretisch schon mal hinbauen. Aber die hätte ich lieber dann da hinten beim Forst. Könnte man theoretisch auch hier mit hinbauen. Oh, ist ja schön grün geworden hier alles. Also könnte man damit hinbauen. Aber ich glaube, nahrungstechnisch wäre das vielleicht gar keine so schlechte Idee. Einfach so mit dahin. Also ein bisschen was wird er noch zurecht popeln, glaube ich. Ein bisschen Wald haben wir da ja. Und dann haben wir immer nur noch ein bisschen Essen. Einfach mal gratis als Zulage. Warum nicht, sage ich mal. Dann war schön alles begrünt da im rechten Bereich. Ist ja auch schön. So, der fällt aber auch, ne? Ja, der fällt auch. Man sieht's nur nicht. Weil die Bäume jetzt alle kommen. Auf einmal wahrscheinlich. Das heißt, da haben wir bald eine Nachfuhr von Holz. Oh, oh, oh. Was ist das denn? Guck mal, wie süß. Ein Kalbsschnitzel. 3 von 7. Ein kleines Kälbchen. Ja, die Hühner sind noch ein bisschen bescheiden. Wobei Hühner ja eigentlich auch rammeln wie die Säue, glaube ich. Und die werfen normalerweise, ich weiß, wie es hier sein wird, die werfen dann ein weiteres kleines Kükchen ins Feld, so ein kleines Hühnchen. Und in Wahrheit aber wären es natürlich eigentlich 3, 4 Küken, die da kommen würden. Aber vielleicht ist das hier ja auch so. Mal gucken. Ich weiß es noch gar nicht. Normalerweise haben die ja ein Gelege. Die haben ja nicht nur ein Ei, sondern meistens ein Gelege. Lass mich mal, wenn ich traue, bin ich gespannt. Ich lasse mich gerne eines besseren gelegen. Belegen. Ist auch egal. Hierhin, hierhin, hierhin. Wenn hier dann Häuser sind, kommt dann noch eine Brücke rüber. Hier haben wir dann... Ne, auch so ein Lagerhaus für die Fischer und so. Ich glaube, das könnte echt funktionieren, wie ich mir das so vorstelle. Ich würde mich zumindest freuen, wenn es so wäre. 145 Steine, da können wir theoretisch wieder nachziehen. Ich muss nur gucken, dass es mit der Nahrung hinkommt. Hier, 6500 haben wir in Anführungszeichen nur noch. Das heißt, da müssen wir jetzt echt mal langsam gucken, dass wir da nicht zu schnell expandieren. Weil sonst haben wir nämlich echt ein Problem mit der Nahrung. So sicher es vor kurzem noch war, so schnell kann es auch wieder umschlagen zur Unsicherheit. Wir brauchen auf jeden Fall große Felder, große Menschen, große Bäuche. Und bis wir die Tiere hier schlachten, die sind, ist zwar schön, dass die da sind alle, dass sie jetzt Nachwuchs kriegen, aber die bringen uns momentan effizient gar nichts. Außer, dass wir 2 Leute da reingestellt haben. Bis hier mal der Käfig voll ist, das wird noch ein bisschen dauern. Der Stall. Ist übrigens Hühnchen aus Bodenhaltung, ne? Güteklasse A, die sind sehr glücklich auch. Genau wie die Kühe. Sind freilaufend im Gatter. So, hier wird jetzt der Gatherer gebaut. Das ist sehr gut. So, naja, das Feld hat es noch nicht geschafft, wie es aussieht. Aber es ist gerade noch Sommer. Ich hoffe, die werden es noch packen. Da sind sie schon am Abernten. Ich hoffe, das passt noch, weil das haben wir jetzt im Late Spring gemacht. Aber das muss doch eigentlich noch gehen. Das war noch eine gute Zeit. Stone 0 von 12. Ja, hier ist ja nur der Steinbruch. Keine Frage. Ich will endlich hier rüber. Ich will da rüber. Yeah, 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 yeah. Mach ich dann hier Wohnhäuser hin? Oder mache ich dann hier auch Felder hin erstmal? Ich weiß es noch gar nicht. Vielleicht mache ich ja hier Wohnhäuser hin. Ist ja auch schön, so in Flusslage. Möchte man ja auch gerne wohnen. Finde ich sehr angenehm. Ich muss mal gucken, wenn wir eine Gatherer-Hütte bauen, dann braucht man natürlich auch Gatherer dafür, die das ausfüllen. Also Sammler. Oh, Feuerholz ist voll. 721, freue ich mich.
Wie sieht's hier aus? 80% voll. Ja, so gefällt mir das. 6 Eier haben wir schon. Das heißt, die Hühnchen liefern schon Eier. Das gefällt mir sehr gut. Kalbsschnitzel haben wir noch keine natürlich, weil Kühe liefern erstmal gar nichts außer Dung, also Kacke und Fliegen. Hier bauen wir Kacke und Fliegen an und hier gibt's köstliche Frühstückseier. Überleg dir mal, was leckerer ist. Ich hoffe, du hast dich richtig entschieden, sonst würde ich mir echt Sorgen machen.